Du bist wohl nicht aus dieser Gegend, was? Und wo kommst du dann her? Mo, vom großen Wasser. Vom großen Wasser? Aber wie kommst du her, wenn großes Wasser ganz, ganz, ganz weit weg? Oh, naja, Himmel macht viel, viel Himmelswasser. Macht viele Wellen in großes Wasser. Mo, große Angst. Also schwimmt Mo in kleineren Wasserstrom und dann wisch. Mo macht. Und dann fällt runter. Das viele Himmelswasser muss ihn vom geheimnisvollen Jenseits hierher gespült haben. Oh, armer kleiner Mo. Bist du ganz allein rübergespült worden? Und bist du dir sicher, dass niemand sonst mit dir mitgekommen ist? Murr, ganz allein. Aber jetzt hat Mo neue Freunde. Haha, und viel Spaß! Schafzahnschwimmer. Und der nicht erfunden, sondern ganz, ganz echt. Wir hätten auf die Erwachsenen hören sollen. Wir hätten nicht in die Nähe des großen Wassers gehen sollen. Kommt, wir gehen nach Hause. Aber Zira, wir können doch Mo nicht im Stich lassen. Er ist mein Schlammbruder. Ha, toller Bruder. Er findet das Ganze auch noch komisch. Nein. Mo freut sich nur, uns zu sehen. Er wollte uns warnen. Bewiesen ist das aber nicht. Hör mal, wir wissen gar nichts von ihm. Außer, dass alles mit ihm so viel Spaß macht. Wir können ihn doch nicht mit diesem Riesenmonster hier zurücklassen. Wir müssen ihm helfen. Wie stellst du dir das vor? Wir sind so klein und der schwimmende Schafzahn ist ziemlich, ziemlich groß. Mhm. Was weiß ich? Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Ach ja? Und was zum Beispiel? Zum Beispiel könnten wir ihm helfen, nach Hause zu kommen. Wir helfen, Mo zum großen Wasser zurückzufinden. Was? Warum nicht? Wir waren doch schon mal da. Aber Mo kann nicht mit uns zum großen Wasser laufen. Nein, nein, nein. Er ist ein Schwimmer und hat keine Füße. Außerdem wissen wir nur, wie man hinkommt, wenn wir bei den rauchenden Bergen rechts abbiegen. Und die sind ganz schön weit weg. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, die Erwachsenen tun es bestimmt. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Wir gehen nicht ins geheimnisvolle Jenseits, um irgendeinem fremden Geschöpf zu helfen. Kommt gar nicht in Frage. Aber, liebes Dreihorn, es gibt keinen Grund, gleich so schroff zu sein. Littlefoot hat nur gefragt und daran ist nichts Böses. Tut mir leid, Littlefoot, aber... Littlefoot, Kinder... Mir egal, was sie sagen. Wo ist mein Schlammbruder und ich werde ihm helfen. Aber Littlefoot. Ich glaube, mein Magen macht wieder sein Hungergeräusch. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist nicht mein Magen. Pass auf!
Ja, den Weg können wir wohl nicht mehr zurückgehen. Ja, aber wie kommen wir dann nach Hause? Ich rüberfliege und Verwachsene hole. Sie finden Weg. Oh! Heiß! Au, tut weh. Sei nicht traurig, Spikey. Wir finden schon nach Hause.